In Magnerkirchen gibt es eine sehr lange Tradition von der Herstellung von Musikinstrumenten, die über 350 Jahre mittlerweile andauert. So, in unserem Werk fertigen wir die Marken B&S, Heuer, Scherzer, Melton, Courtois und Bessem. Das sind in Summe über 10.000 Instrumente, die wir hier pro Jahr fertigen. Und das alles in reiner handwerklichen Fertigung. Natürlich das auch teilweise in Kombination mit hochwertiger CNC-Technik. Das heißt, unsere Perinet-Maschinen oder die Teile dafür werden auf CNC-Maschinen hergestellt. Aber wie zum Beispiel die Schallstückfertigung, die Anstoßfertigung von den einzelnen Instrumenten, das ist wirklich in der klassischen, traditionellen Fertigungsweise, so wie wir das seit über 200 bzw. 250 Jahre kennen. Unsere Fertigungstiefe hier beträgt 100%, das heißt, sämtliche Bauteile, die wir an einem Musikinstrument vorfinden, werden bei uns in eigener Fertigung hergestellt. Das fängt an Schallstückfertigung, Anstoßfertigung, Zugfertigung, sowohl für die Ventilzüge als auch für die Handzüge von den Posaunen, die Montage, die Oberfläche vom Polieren bis Versilbern, Vergolden oder Lackieren von den Instrumenten. Was wir zukaufen, sind natürlich Mundstücke und andere kleine Teile, aber das eigentliche Instrument, das Wichtige für den Musiker, ist in hundertprozentiger handwerklicher Fertigung hier im Hause vorhanden. Wir legen hier sehr viel Wert auf handwerkliche Fertigkeiten. Das heißt, es findet hier eine dreijährige Ausbildung aller Instrumentenmacher statt, die weiter vertieft werden kann nach dreijähriger Mitarbeit hier im Unternehmen, in dem die Mitarbeiter dann sich weiter schulen und ausbilden lassen, nämlich zum Meister mit anschließender Meisterprüfung. Das ist der höchste Grad, den man hier in Deutschland erreichen kann in der Instrumentenherstellung. Während der Ausbildung wird das Know-how, das wir hier im Hause haben, das traditionelle Know-how von Mitarbeitern zum Auszubildenden weitergegeben. Das wird vertieft, sodass wir unser Können wirklich bis in die jüngste Generation übertragen. Unsere Mitarbeiter beschäftigen sich zu großen Teilen auch privat mit der Musik. Das heißt, sie spielen ein Musikinstrument, sind darauf ausgebildet, sind hier im Stadtorchester oder kleineren Ensembles tätig und haben somit wirklich als einen ihrer Schwerpunkte im Leben, sowohl in der Arbeit hier als auch in ihrer Freizeit, das Musikinstrument. Unsere Instrumente, die wir hier herstellen, werden auf der ganzen Welt von vielen namhaften Musikern gespielt. Sie sind in allen Orchestern der Welt zu finden, wie New York, Berlin, die zum Beispiel die Meistersinger-Posaunen werden in Wien gespielt, bei den Philharmonikern. Das ist eines der namhaftesten Orchester der Welt. Unser Scherzer Piccolo ist ebenso bekannt wie die Tuben. Wir sind permanent bemüht, unsere Instrumente weiterzuentwickeln, seien es neue Modelle oder auch kleine Veränderungen an Instrumenten, die dem Musiker helfen, das Instrument mit Leichtigkeit, besserer Intonation oder Ähnlichem spielen zu können.